So, hey Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashDate und heute machen wir mit den besten Waffen weiter. Im Fokus stehen die leichten Maschinengewehre und die werde ich im Laufe des Videos durchgehend als LMGs abkürzen, weil das einfach einfacher ist. Ich muss euch ja gestehen, dass ich vor Start der Produktion mit diesem Video nur echt sehr wenig mit LMGs gespielt habe. Im direkten Kampf mit einem anderen Gegner, der dann vielleicht sogar eine richtig starke Waffe wie zum Beispiel die F2000 dabei hatte, fiel es mir unglaublich schwer, auch nur annähernd eine Chance gegen ihn zu haben. Die Positionierung ist mit einem LMG im direkten Zweikampf noch viel wichtiger, als es sonst der Fall war. Defensiver zu spielen ist also gar nicht mal so schlecht. Achtet besonders darauf, dass ihr nicht schießt, währenddem ihr euch noch bewegt, weil dann die Streuung bei manchen LMGs sogar fast verdoppelt wird. Aber egal, jetzt geht's direkt zu den Waffen. Als erstes LMG ist ganz klar dabei die AWS. Mit knapp 100 Schuss pro Magazinladung und einer hohen Feuerrate von 780 Schuss pro Minute ist diese Waffe ganz klar mein Favorit. Der Schaden pro Treffer ist allerdings nicht mehr so der höchste, sondern befindet sich eher auf dem Level von den meisten Sturmgewehren. Die AWS ist nicht nur auf kurzen, sondern auch auf etwas längeren Distanzen gut zu gebrauchen und das geht besonders gut, weil eben die Streuung nicht allzu hoch ist. Auch der Rückstoß ist nach kurzer Eingewöhnungszeit angenehm zu kontrollieren und wer jetzt noch in kürzeren Feuerstößen von, sagen wir mal so, 5 bis 7 Kugeln schießt, wird auch auf mittleren Distanzen sein Ziel treffen können. Zudem ist die Nachladezeit eine der kürzesten in dem Segment der LMGs. Damit ist die AWS meiner Meinung nach eindeutig das vielseitigste LMG. Auch nach einem der letzten Patches, in dem die Waffe genervt wurde, also etwas verschlechtert, finde ich sie immer noch ziemlich gut. Zu gut, fragt ihr euch? Ja, ich weiß nicht genau, vielleicht ist sie ja zu gut, aber was von den Entwicklern gewollt im Spiel ist, kann auch genutzt werden und darum würde ich immer zur AWS greifen, wenn ich LMGs spielen will. Alternativ gibt es dann auch noch das MG4. Vorteil bei ihr ist, dass man sie direkt im Hauptspiel ohne irgendwelche DLCs zur Verfügung stehen hat. Eckdatentechnisch wirkt sie auf den ersten Blick sogar etwas ansprechender als die AWS. Das MG4 hat eine Feuerrate von 800 Schuss pro Minute und sogar ein größeres Magazin von 200 Schuss. Die Nachladezeit ist dafür um einiges länger und liegt bei knapp 6 Sekunden. Beim Schaden unterscheiden sich beide Waffen nur sehr wenig voneinander. Lediglich die Schadenskurve ist bei der MG4 etwas besser. Was ich aber bei dem MG4 schlechter finde, ist der Rückstoß und auch die Streuung der Kugeln. Um beides kontrollieren zu können, ist es also wichtig, in kurzen Feuerstößen zu schießen. Auf ganz kurzen Distanzen, wie man sie zum Beispiel auf Operation Locker findet, kann man natürlich einfach in die Menge reinhalten, dafür hat man ja schließlich seine 200 Schuss im Magazin. Auch wenn das MG4 meiner Meinung nach nicht so gut ist wie der, die, das oder wie auch immer AWS, ist es echt empfehlenswert. Fabian Sigismund von Battle Bros steht total auf die Knarre. Jetzt fahren wir mal die etwas größeren Geschütze auf. Einer davon ist das M240B. Man merkt sofort, dass die einen höheren Rückstoß hat, verglichen zu den beiden anderen vorherigen Waffen. Dafür hat man aber auch mit dem M240B ein LMG, das einen hohen Schaden von 34 bis 25 macht. Mit ihren 650 Schuss pro Minute ist sie außerdem nicht mehr die schnellste auf der Gesamttabelle, aber immer noch die schnellste in der Schadensklasse von wie gesagt 34 bis 25. Auch hat sie nur noch 100 Schuss im Magazin und die Nachladezeit ist mit 6 Sekunden oder knapp 6 Sekunden auch nicht gerade gering. Rückstoßtechnisch kann man mit der M240B auf kürzeren Distanzen einfach draufhalten, so viel steht fest. Wenn es dann aber auf größere Distanzen geht, muss man schon etwas mehr auf sein Schussverhalten achten. Sehr kurze Salven von maximal 2 bis 3 Kugeln sollten genügen, um noch etwas treffen zu können. Bei mehr wird's dann aber schon wirklich schwierig. Rumspringen wird die Waffe dann trotzdem wie verrückt, aber man braucht ja sowieso nicht allzu viele Treffer, um einen Gegner zu Boden zu bringen. Wer also ein ruhiges Händchen bei der Kontrolle vom Rückstoß beweisen kann, wird auch das M240B bändigen können und viel Spaß haben. Auch bei den etwas schwereren LMGs habe ich natürlich eine Alternative ausgesucht, die da wäre das M60E4.
Auch die verursacht einen hohen Schaden von 34 bis 25, hat nur 100 Schuss im Magazin, aber dafür einen etwas einfacher zu kontrollierenden Rückstoß als noch das M240W, was unter anderem an der geringeren Feuerrate von nur 570 Schuss pro Minute liegt. Was die Nachladezeit betrifft, ja, die ist etwas sehr schlecht. Mit fast 8 Sekunden ist man hier definitiv auf gute Deckung angewiesen. Persönlich mag ich das M60 jetzt nicht allzu viel, weil die Feuerrate viel zu gering ist. Naja, das ist zumindest meine Meinung. Nach ein paar Eingewöhnungsspielen hat sie dann aber trotzdem richtig Spaß gemacht. Aber man muss halt damit klarkommen, dass man nicht einfach so in eine Horde von Gegnern springen und die dann auch noch erledigen kann. So, und jetzt wollte ich nochmal kurz was zum M249 erwähnen, weil auch das hat mir wirklich Spaß gemacht. Besonders auf Karten wie Operation Locker ist man damit gut unterwegs. In manchen Situationen schien sie mir sogar ein bisschen besser als das AWS zu sein, wobei das kann auch einfach nur getäuscht haben, denn schließlich kommt es immer auf die Situation an und eure Gegner, wie gut eine Waffe scheint. Mehr wollte ich zu der Waffe auch nicht sagen, weil ich versuche meine Videos ja immer recht kurz zu halten oder so kurz wie möglich, sagen wir es mal so. Zum Abschluss habe ich hier nochmal meine Top 3 Liste. Auf der ersten Position ist ganz klar die AWS. Auf dem zweiten Platz findet sich dann das M240B wieder. Und auf Platz 3 habe ich dann das M249 platziert, weil ich gerne mal etwas Abwechslung habe und mit dieser Mischung von den drei Waffen hat man davon bestimmt etwas. Wie sieht's eigentlich mit euren Top 3 LMGs aus? Schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar. Die besten Pistolen, Karabiner und Sturmgewehre habe ich auch schon behandelt und einen Link zu den jeweiligen Videos könnt ihr natürlich in der Beschreibung finden oder ihr checkt einfach die gesamte Playlist dazu. Behandeln könnt ihr jetzt direkt auch mal eure Gegner mit ordentlich LMG-Feuer. Viel Spaß! Danke fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben oder und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal!